Damit sind wir live im zweiten Match. Alternate Attacks gegen das türkische Team der Space Soldiers, die hier mit Despe, Major, Xantaris, Pass und Kalyx definitiv Namen aufbieten können, die man schon mal gehört haben kann. Spielen hier gegen Oskarisch, Syrson, Tizian, ECFN und Crispy, die wir ja gerade auf eben dieser Map gegen Chrome schon betrachten konnten. Da hat Oskarisch sehr gut aggressiv gespielt auf dem B-Spot. Und das will er nochmal machen. Hat da einen gesehen. Diesmal aber nicht die Headshots. Zumindest noch nicht. Er versucht es immer wieder. Oh, und dann gibt es aber den Headshot gegen Crispy. Der wollte seinem Mate da helfen. Durch Kurz geht es jetzt auch durch Syrson. Sie sterben alle. Die erste Runde scheint hier an die Space Soldiers zu gehen. Denn es sind nur noch Tizian und ECFN gegen das so gut wie noch gar nicht angeschlagene türkische Team. ECFN jetzt über Kurz. Beide wollen sie es hier über Kurz machen. Schöner Headshot. Direkt noch einen hinterher und auf einmal ist alles wieder offen. Da hüpfen sie gerade auf den Spot wieder, die Space Soldiers. Nehmen ECFN mit Tizian mit einem Headshot, aber das war dann zu wenig. Major kann es closen. Erste Runde geht an die Space Soldiers. Bisher noch kein Force Buy von Alternate Attacks. Jetzt werden die Deagles gekauft. Auch ein bisschen Kevlar dazu. Fünfmal Deagle bei Alternate Attacks. Die wollen hier anscheinend die schönen Headshots geben. Die Frage ist natürlich, ob sie dafür die Möglichkeit kriegen. Syrson in der Mitte sofort gefallen. Schön runtergesprayt von Xantaris, der gerade zumindest auf Kobbel auch der beste Spieler von den Space Soldiers war. Oh, aber dann ECFN, der ist gut drauf gerade. Richtig schöner Headshot. Einfach mal so zur Seite und dann direkt reingehauen. Aber jetzt guckt er in die falsche Richtung. Kalyx mit dem Timing nimmt ihn mit. Da hat er ein bisschen zu viel gewollt. Ah, und Kalyx findet da auch Crispy, kann den Kill setzen. Hat zwar ein bisschen Schaden kassiert, aber das ist überhaupt kein Problem. Denn sein Team ist jetzt mit zwei Mann mehr auf der Runde. In der Runde nur noch Oskarisch und Tizian, beide mit der Deagle und einer Flash bewaffnet. Tizian natürlich mit einer starken Position. Oskarisch. Kalyx wird trotz seiner Low HP davor geschickt. Tizian macht einen, ist jetzt natürlich bekannt. Sie werden von beiden Seiten angegangen. Aber Oskarisch, der lebt da auch gefährlich. Tizian natürlich bekannt. Das wird hier nicht einfach. Oskarisch ist gehört worden. Kann die Hits nicht setzen. Am Ende ist er, muss er dran glauben. Tizian jetzt, der könnte sich, sollte sich mit seinen 6 HP hier eigentlich zurückziehen. Das hat Space Soldiers aber schon gerochen. Die sind hier direkt hinterher. Und Xantaris sitzt da gut. Schöner Headshot von ihm. Keine Chance für Tizian, die UMP in Sicherheit zu bringen. Auch die zweite Runde geht an die Space Soldiers. Jetzt die Full Eco für Alternate Attacks. Die werfen da ein bisschen ihre Pistols hin und her. ECFN hat eine P250. Da wird noch eine Flash zugekauft. Anscheinend möchte man damit einen Gau machen? Nee, doch nicht. Doch, die soll in die Mitte gleich geworfen werden. Aber da hat man schon mitgekriegt, dass die Space Soldiers da rausgehen. Erste Kill von Syrson. Jetzt kommt die Flash in die Mitte. Da wollen sie gegengehen. Aber es ist wieder Kalyx, der da erfolgreich ist. Major, der braucht hier keine Waffe. Der macht es selber mit der USP. Und da ist es dann nur noch Oskarisch im 1 gegen 4. Kalyx angeschossen. Oh, hat man ihn gesehen? Ich glaube nicht. Oh, ist das dreist. Aber dann am Ende ist er doch gesehen worden vom Pass, der hier seinen Main nochmal rettet. 3-0 und die erste Waffen-gegen-Waffen-Runde steht an. ECFN droppt hier die AWP. So, mit Attex die einzigen mit dieser Scoped Rifle in der Runde gerade. Kann natürlich den Unterschied jetzt machen.
Jetzt kommt der GAU durch die Mitte und auch durch das A-Haus. Crispy bewegt sich in Richtung. Ist es bekannt, dass da alles eingenommen wurde schon? Jetzt geht es hier auf den A-Spot raus. Sursohn macht einen ECFN und Tizian aber gefallen. Sursohn bekannt mit seiner AWP und seine Mates, die kommen nicht einfach zu ihm dran. Ein-Mann-Vorteil für das türkische Team. Und kein Kit mehr bei Alternate Attacks. Jetzt sind die beiden B-Spieler auf dem Weg Richtung A-Spot. Aber Crispy, der lebt da gerade ganz, ganz gefährlich, wenn er da durchgeht. Das macht er aber nicht, denn da lauert Major, der ist schon, steht schon länger da in der Ecke. Syrson jetzt, Backup von Askarisch. Muss immer mal wieder gucken, ob da denn jetzt was kommt. Ein bisschen bewegen sich die Space Soldiers, aber sie haben jetzt lange, lange gestanden. Dann kommt Oskarisch raus. Schön gemacht. Gleicht es aus. Konnte Despe im Connector mitnehmen. Molotow zwingt jetzt Syrson raus und er trifft leider nicht ganz durch die Ecke die Bombe gelegt. Major macht auch seinen Kill gegen Crispy. Das heißt, beide Spieler jetzt am Kerrigan bekannt. Oh, da gibt es erstmal die Headshots. Beide kriegen sie einen ab. Pass, der holt sich sofort dann auch beide schlussendlich keine Chance, da noch groß was draus zu machen. Schön von Oskarisch, wie er da vorgegangen ist, um den Kill gegen Despe noch zu machen. Aber am Ende kam dann der GAU und der war nicht mehr aufzuhalten von Attacks 4-0. Und somit die nächste Eco für Alternate. Vier Deagles haben sie gekauft. Haben also nicht zu viel Geld in diese Runde investiert, denn da ist nichts zu werfen und kein Kevlar dabei. Diese 700, die können sie auf jeden Fall ausgeben, während in der Mitte komplett das türkische Team herrscht. ICFN mit einem, aber vorher Despe auch erfolgreich. 4 gegen 4 und jetzt kommt es so ein bisschen auf Crispy an. Der steht direkt hinter der Smoke. Drei Mann sind genau vor ihm. Er kommt durch, macht einen. Oh, macht den zweiten noch. Hat den dritten auch zumindest einmal angeschossen. Und dann ist es ECFN. Xantaris mit 12 HP. Und es sieht so aus, als könnten sie es hier machen. In der Full Eco mit nur vier Deagles. Xantaris aber mit schönem Movement. Kommt da genau hinter die Linien von Alternate Attacks. Ob sie das auf dem Schirm haben, das ist hier die ganz, ganz große Frage. Ja, Tizian zielt so ein bisschen hin, hat hier eine starke Position eingenommen, um den A-Spot zu decken, während ECFN auf dem Weg ist, alles Mögliche auszuschließen. Xantaris jetzt auf dem Spot angekommen. Die Frage ist, er hat Zeit, er könnte nochmal ausschließen gehen. Und es sieht so aus, er will hier zumindest auch nochmal hoch. Wie weit geht er da rein? Oh, und Tizian, der guckt da richtig. Kann es aber nicht machen. Jetzt ist bekannt, wo der letzte Spieler ist. ECFN wartet auf seinen Mate. Zumindest weiß er, dass Oskarisch links in der Ecke irgendwo sein muss. Und das müssen sie gleich zusammen ausspielen. Die Flash natürlich konnte man aus meilenweiter Entfernung sehen. Und dann gehen sie hintereinander und Xantaris, der klatscht es. 1 gegen 3. Und er macht es halt. Richtig stark ausgespielt von ihm. Da lassen sich die Alternate Attacks Spieler vernaschen. Und so eine im Grunde gewonnen geglaubte Runde geben sie dann doch nochmal ab. Aber jetzt, das ist hier die nächste Waffenrunde natürlich. Wieder die AWP bei Syrson, diesmal ein bisschen mehr Kits. Kann man immer gut gebrauchen. Auf der anderen Seite Kalyx mit dem Dingen schon unterwegs. Und wir sehen wieder die Aggression von ECFN und Tizian. Konnten wir gerade im ersten Match des heutigen Tages auch schon beobachten. Dafür natürlich Mitte ein bisschen offen gelassen. Das wird jetzt verzögert eingenommen von den Space Soldiers. Da fliegen die Granaten. Aber sie sind immer noch sehr defensiv. Es sieht eher nach dem B-Go aus.
der Space Soldiers. Richtung B wird jetzt auch Stress gemacht. Oskaric muss da aufpassen. Der sah nicht immer top aus. Vorhin auf dieser Position. Kurz ist auch offen. Tizian guckt da nicht. Sie können da komplett durch. Es kommt hier wirklich auf Oskaric und der guckt weg. Oh, ist das bitter in der Sekunde. Pass mit dem einfachen Kill. Es ist nur Crispy. Tizian macht einen. Crispy kommt dann vor und das war ein guter Kill. Das war ein wichtiger Kill. Die Bombe ist down. Er weiß, dass einer in der Ecke ist. Muss natürlich jetzt aufpassen. Und dann wird er doch von Xantaris von der Seite geholt. Trotzdem, Syrson und Tizian machen hier ihren Schaden. Es ist nur Kalyx, der ist jetzt bekannt. Hat einen Hit schon abgekriegt. Tizian lebt da gefährlich, aber spielt es gut aus. ECFN kommt dann von hinten und somit diese zweite Waffen-gegen-Waffen-Runde. Da sind sie dann doch erfolgreich, die Jungs von Alternate Attacks. Lehrling von LP Senk. Ja, auch schön. Natürlich nochmal Geld bei Space Soldiers. Die haben aber sehr weit runtergekauft. Und wieder die Aggression, aber diesmal Pass da. 1 gegen 1 getauscht. Das favorisiert nicht die CT-Seite. Trotzdem, zumindest war der Refrag auch da, während es jetzt hier durch die Mitte geht von den Space Soldiers. Major macht sich auf den Weg in den Connector rein. Smoke nochmal nach. Während der Rest seines Teams wieder Kommando zurück über die T-Base Richtung A. ICFN natürlich starke Position, aber die muss gecheckt werden. Hat Backup von Syrson. Gleich sollten aber die Granaten regnen. Und dann natürlich Major schon in einer schönen Joker-Position. Da muss Crispy aufpassen, der momentan im Jungle zu finden ist. Aber noch dauert's. Und der Erste, der hier Kontakt kriegen sollte, das ist ECFN. Syrson, aber mit dem ersten Kill, da gibt es einen Headshot, den Xantaris setzt, aber das reicht nicht. Xantaris hat mit 4 HP überlebt. Der Molotov könnte es jetzt gegen ihn machen, aber er ist schon raus. Weiß natürlich, wo Syrson ist, kriegt den Kill auch Xantaris. Den interessiert überhaupt nicht, wie wenig HP der hat, der macht es einfach. Und am Ende läuft er dann nochmal in den Molotov rein. Das hätte nicht sein müssen. Trotzdem noch eine Einmannfort. Nein, gar nicht. Schön gesehen von Oskaric. 1 gegen 1. Kalyx gegen Oskaric. Oskaric hat Zeit, hat das Kit, weiß, wo Kalyx noch sein muss. Hat ihn jetzt gesehen. Beide verteilen die Hits und am Ende ist es Kalyx, der einfach ein bisschen besser getroffen hat. Und somit Worst-Case-Szenario für Alternate Attacks. Sie haben eine Runde geholt, da gerade als sie sich den vollen Loser-Bonus erarbeitet hatten. Deswegen jetzt in der Full-Eco. Haben Geld drin gelassen, damit sie es in der nächsten Runde dann kaufen bzw. forcen können. Pass hier direkt erfolgreich gegen Tizian. ECFN unterm Holz. Da lebt er natürlich gefährlich und auch nicht sehr lange. Der Rest der CDs sind schon hier. Syrson sucht da Kalyx, kann ihn aber nicht töten. Es ist wieder nur noch Oscar, kein T gefallen. Und auch den angeschlagenen Major kann Oscar nicht töten. 7 zu 1. Und da haben wir erstmal die Pause. Alternate Attacks muss jetzt überlegen, wollen sie jetzt schon kaufen, wenn wir uns das Geld von ihnen angucken, es sieht nicht ideal aus. Syrson kann gut kaufen, Crispy kann zumindest einigermaßen gut kaufen, der Rest, vor allem Tizian, da sieht es alles andere als rosig aus, trotz der gerade gespielten Full Eco. Nun ja, so kann's gehen. Space Soldiers, auch wenn sie hier sehr viele Spieler verloren und hier die Runde auch abgegeben haben, haben sie sich durch diese Runde hier, durch die letzte gespielte, auch schon wieder eine kleine Bank erarbeitet. Die sehen hier momentan ein ganzes Stück stärker auf, auch was die Ökonomie angeht. Denn Space Soldiers, selbst wenn sie jetzt mal wieder eine Runde verlieren sollten, können sie trotzdem nochmal nachgucken, nachkaufen. Ja, das Schokobrötchen.
Das allseits Bekannte und Beliebte. Wir können natürlich mal kurz auf die Stats gucken. Xantaris wundert überhaupt nicht. 12-1-3 führt hier gerade sein Team an. Despe mit 2-1-7 noch nicht so gut dabei, aber das braucht er gerade auch nicht sein, denn der Rest seines Teams macht es ohne Probleme. Vor allem Xantaris, der schießt gerade alles weg, auch der Rest, Major, Kalyx und Pass, die gewinnen ihre Duelle. Auf der anderen Seite ECFN, der einzige mit ausgeglichenen Stats, der Rest 5-4-3-2 geht's darunter. ECFN, der einzige, der da nicht mitmachen wollte, der hat sich gedacht, ich mach doch lieber einen mehr, anstatt hier negative Stats zu haben. Da sieht es alles andere als rosig aus und da muss mehr kommen bei Alternate. Ansonsten sehen wir hier ein schnelles Match. Wie gerade auch, nur dann nicht im Vorteil für das deutsche Team. Wir sind wieder live. Bisher hat man bei Alternate Attacks noch nicht gekauft. Und ja, und gerade sage ich's, da wird direkt die AWP von Suresong gekauft. Aber naja, ihr könnt es selber beobachten. Zwei Farmers, eine UMP. Auch wenn man dann eine AWP hat, ist es eine Glas-AWP. Das ist alles andere als ideal, was Alternate Attacks hier in dieser Runde aufbieten kann. Und die Space Soldiers, die bauen sich vor dem A-Spot auf. Ein Mann haben wir im Haus. Nein, da wollen wir nicht hin. Da auch nicht. Zwei Mann jetzt. Major in der Mitte, der noch ein bisschen Stress macht. Und dann kommt jetzt auch der Grau ECFN auf seiner beliebten Position. Tizian nah dabei, um zu helfen. Suresong mit der AWP natürlich im Kerrigan. Es ist bekannt, was hier passiert. ECFN mit dem ersten Kill der Runde. Noch trauen sie sich nicht vor. ECFN gefallen. Tizian kann einen machen. Geht dann sehr weit raus. Suresong noch keine große Möglichkeit gehabt, da jemanden zu töten. Trotzdem ein Mann Vorteil für sie. Bisher halten sie es noch ganz gut. Aber Despe und Kalyx, die darf man hier nicht unterschätzen. Nur noch Despe jetzt. Kriegt da die Full Flash ab. Kriegt den Jump nicht ganz hin. 1 gegen 3. 30 Sekunden noch. Kriegt den ersten. Schön geschossen. Und dann nicht ganz lang genug Richtung Oskarisch geguckt. Hätte er eine Sekunde länger Richtung Jungle gespottet, hätte er vielleicht auch Oskarisch auch noch holen können und ein 1 gegen 1 draus machen können. Aber Alternate Attacks mit ihrem zusammengeflickten Bei haben sie es nochmal geschafft, das Ganze zurückzuholen. Zweite Runde für sie und da sollten sie jetzt ein paar mehr dranhängen. Ansonsten sieht es nicht gut aus, denn auf der CT-Seite sollte man schon mehr als nur eine Handvoll Runden holen. Diesmal Mitte-Kontrolle, die auch Suresong nicht aufhalten konnte. Drei Spieler, die hier mit Granaten wie wild um sich werfen. Und es soll wieder diesen B-Gau geben. Suresong schon auf dem B-Spot mit dabei, Oskarisch. Aber es ist Crispy, der hat auch die Bombe, aber dann ein bisschen zu weit. Kann den Kill gegen Xantaris nicht setzen. Und jetzt lebt Suresong da gefährlich. Kann einen mitnehmen. Ist jetzt weggemollied. Oskarisch nimmt einen. Gibt den zweiten einen Headshot. Kriegt ihn auch im Nachfassen, aber dann Space erfolgreich. Der Pass nur noch Oskarisch, der auf dem Spot war, aber der nimmt ihn am Ende mit. Sodass auch die Folgerunde an Alternate Attacks geht. Und dadurch, dass sie in den Runden davor immer mal wieder viel Schaden an den Space Soldiers anrichten konnten, sehen wir jetzt die erste Eco des türkischen Teams. Hauptsächlich Deagles wurden da gekauft, zwei P250s noch, zweimal Kevlar und anscheinend gehen sie hier wieder auf die Mittekontrolle. Zu viert sind die Türken, aber keine deutsche Gegenwehr.
die wir da irgendwo sehen, zumindest bisher nicht. Da wird ins Fenster geboostet. Crispy ist da. Er wartet das schon so ein bisschen. Da hat er auch spätestens jetzt was gehört. Kriegt den Kill. Hat ein bisschen gedauert, aber er hat ihn. Oh, Zyrson. Ich dachte, da gibt es den Double. Aber den macht er dann trotzdem. Zwar nicht mit einem, aber mit zweien. Vierte Runde und Alternate Attacks. Ich hoffe, sie machen nicht den kompletten Chrome. Die haben nämlich auch mal richtig gut zurückschlagen können auf der CT-Seite, nachdem sie 8-0 zurücklagen. Aber dann war die Puste raus. Momentan Attacks hier diejenigen, die zurückschlagen können. Noch ist der Gewinn der ersten Halbzeit sogar drin. Aber Space Soldiers, die haben wieder Geld. Sie haben wieder Waffen. Nicht viel zu werfen. Das nutzen sie jetzt, um Richtung A-Spot zu kommen. Searson zieht sich da an Kerrigan zurück. Wegen wir ECFN offensiv haben der. Kann das Ganze nochmal aufhalten. In der Mitte muss Crispy aufpassen. Und Major steht da gut. Einfacher Kill für ihn. Damit der Flank natürlich immer noch eine große Möglichkeit. Searson gleicht es aus. Auch Pass hat viel Schaden abgekriegt. Der wird auch nochmal mitgenommen. ECFN auch mit dem Kill. Jetzt sind es nur noch Kalyx und Major. Major hat sich hier schon vorgeschlichen, kann den Kill aber nicht setzen und lässt somit Kalyx im 1 gegen 4 zurück. Chrome hat es am Ende verloren, 7 zu 16. Sie haben noch eine 9-6 erste Halbzeit machen können, aber dann auf der zweiten, auf der T-Seite von Mirage nur noch eine einzige Runde holen können, bevor Alternate Attacks drüber gefahren ist. Alternate Attacks also definitiv nicht schlecht auf der T-Seite von Mirage. Und momentan holen sie sich ja auch die Runden eine nach der anderen dazu. Wirklich eine Bank konnten sie sich noch nicht aufbauen. Da müssen sie immer noch darauf aufpassen, dass sie natürlich schnell in Ekos gezwängt werden können. Aber es ist erstmal Space Soldiers, die hier Ekon müssen. In der Mitte Searson erfolgreich. Hat noch einen zweiten gesehen. Kalyx ist angeschossen, genauso wie Major. Auch Pass hat schon was abgekriegt. Das sieht nicht gut aus für das türkische Team. Aber Sürson, ja, dann jetzt. So macht er ihn dann, nachdem er schon vorher 10 Schüsse drauf gemacht hat. Und dann den dritten auch noch. Wieso nicht? Sürson on fire mit der AWP. Und da ist es egal, ob die Gegner Kevlar haben oder nicht. Was für eine Eco das ist. Mit der AWP brauchst du halt einen Hit geben, dann sind die normalerweise tot. Mitte oben Crispy, der müsste gehört haben, dass ich da noch was. Ja, der hat dafür die Flash gefragt, die kam und dann schön gemacht. Nimmt das auf, was ECFN schon angeschossen hatte. 6 zu 7, das ist die Anschlussrunde. Und das sah nach diesem 7 zu 1 überhaupt nicht danach aus, dass ETEX hier nochmal so gut hinterher wiederkommen könnte. Gerade auch eine Flawless-Runde, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir können es da nachgucken. Bisschen Geld also gesammelt. Das könnte jetzt wichtig werden, denn Space Soldiers, die haben selber wieder Geld. Despe mit der AWP, der Rest mit den AKs. Wieder Aggression. Und Pass. Diesmal nimmt er beide mit. Und das war ein bisschen zu viel, was sie da wollten. Crispy jetzt mit dem Refrag. Aber trotzdem sein Team immer noch ein Mann down. Major nimmt auch noch einen mit und damit sind es nur noch Oskarisch und Crispy. Vorletzte Runde sieht nicht gut aus. Despe wurde gesehen. Oh, Crispy kriegt da was ab, setzt sich dann in die Ecke, aber Kalyx, den kann er nicht auf dem Schirm haben. Kommt da auch nicht mehr weg und somit haben wir nur noch Oskarisch. Aber einen schönen Headshot gibt er gegen Despe. Dann ist es aber Major, der den letzten Kill der Runde mitnimmt und somit gehen wir in die 15. Runde. Space Soldiers gewinnt die erste Halbzeit.
Und jetzt nur die Frage, gewinnen sie das Ganze mit einem 9-6 oder mit einem 8-7? Denn Altex hat hier definitiv die Möglichkeit, die Anschlussrunde nochmal zu holen. Sürson, dem konnte sogar die AWP gelegt werden. Das könnte sich hier nochmal als ganz, ganz wichtig entscheiden. Oh, ein schönes Movement von ihm direkt da hoch. Und er nimmt sofort Xantaris mit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Kill. Und dann sofort auch Despe ECFN war auch erfolgreich. Das riecht hier ganz, ganz stark nach dem 7-8. Und damit hätte man super Schadensbegrenzung betrieben. Trotzdem, Major in der Mitte holt sich dann den momentan sehr selbstbewussten Sürson. 2 gegen 4. Es ist noch nicht zu Ende. Es ist noch nicht gewonnen für Attex. Es kommt anscheinend gleich auf Oskarisch an. Auf dem B-Spot natürlich wird es gleich Stress geben. Noch machen es Major und Pass sehr, sehr leise. Oskarisch hat eine gute Position, hat jetzt Steps gehört. Muss natürlich immer auch aufpassen. Schön vorgegangen, kriegt den Kill gegen Pass, ist dann weggemollt, aber er macht es easy peasy, 7-8. Man hat also den Fluch von Chrome gerade nicht aufgenommen, denn die haben es auch auf einen 6-8 geschafft gehabt. Aber dann 9-6, doch die erste Halbzeit verloren gegen Alternate Index vorhin. Space Soldiers zwar können hier wirklich stark vorlegen auf ihrer T-Seite, aber Alternate Attacks ist dann nach diesem 7-2 nochmal sehr, sehr gut zurückgekommen und können dann, wenn man bedenkt, dass sie am Anfang nicht viel hingekriegt haben gegen vor allem Xantaris, doch noch stolz auf sich sein, dass sie es hier so diszipliniert runtergespielt haben und zumindest fast noch das Ulti Mate rausgeholt haben, was möglich war. Gerade konnte Alternate Attacks sehr stark vorlegen auf ihrer T-Seite 8-0. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, haben sie geführt gegen Chromium. Nein, Chrome. Chromium ist der Linux-Bruder von Chrome. Wenn man das so sagen darf, ich weiß es nicht genau. Chrome natürlich, die sind aber nicht unbedingt die Macht, die das türkische Team hier darstellt, die mit ihrer Erfahrung natürlich auf jeden Fall im Tier 2 Bereich immer wieder gut zu finden sind und sich da auskennen. Und ich stimme dir, Crime, zu. Gerade die Piste könnte hier entscheidend werden. Auch wenn wir gerade in den letzten größeren Turnieren immer wieder gesehen haben, dass die Forcebys nach der verlorenen Piste-Round sehr häufig erfolgreich waren, ist es trotzdem immer noch ein Vorteil, den man hat. Wenn man die Pistole gewinnt und dann mit Waffen gegen diesen Force-Buy angehen kann. Wir sind auch wieder live. Space Soldiers führen 8-7. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Das türkische Team jetzt auf der CT-Seite. Und ich stimme euch dazu. Ich hoffe auch, dass es hier nochmal richtig, richtig spannend wird. Beide Seiten kaufen Standard Crispy mit dem Equip auf der einen und Despe auf der anderen Seite. Und wir scheinen hier anscheinend einen Standard B-Go zu sehen. B-Kontakt-Go. Da ist aber Kalyx geboostet worden. Das sieht man auch ganz selten in der Pistol-Round. All-In-Position. Pass, der geht vor, aber der wird sofort rausgenommen. ECFM mit dem Kill. Und da muss man jetzt checken. Er kriegt den ersten, er kriegt den zweiten. Oh, und den dritten dann aber nicht. Sürson erfolgreich. Der macht auch noch einen Crispy. Oh, 1 gegen 1. Xantaris gegen Crispy. Crispy kommt jetzt dran. Will anscheinend. Oh, der hat's. Oh, der hat's gefaked. Aber Xantaris, ich glaube, der hat's gar nicht gehört. Hat eine super Position. Gerade 100 gegen 12 HP. Und der macht es. Xantaris rettet hier sein Team. Wer war's?
Kalyx an seiner Position natürlich super vorgelegt mit den 2 Kills. Da hätte er eigentlich wirklich nur einen einzigen machen dürfen, aber das hat man in der Pistol-Round natürlich überhaupt nicht erwartet. Und am Ende ist es dann einfach Xantaris, der hier den Unterschied gemacht hat. Ja, und dann ist er halt sofort tot. Wieso nicht? Die Deagles halt, ich hab's gerade angesprochen. So mega gefährlich, jetzt geht's hier durch. Despe macht einen, das ist die Bombe. Tizian ist da, der war aber geflasht, musste weg. Ja, und Despe, der will natürlich die Bombe halten. Kriegt jetzt auch Unterstützung. Macht den zweiten und damit sieht es nicht gut aus für das deutsche Team. Oskarisch bekannt, Kalyx einfach. Geht nach links, rechts, wird jetzt mitgenommen, aber Sursson, für den war das auch der letzte Kill. Und nein, das hat nicht Sursson verkackt, das würde ich überhaupt nicht sagen. Das hat einfach Xantaris dann wirklich gut ausgespielt und schlussendlich ging es halt hin und her. Es war eigentlich super auf den Spot gekommen von Alternate Attacks und dann hat man halt überhaupt nicht mit Kalyx da in der Ecke gerechnet. Da kann man dann halt auch nicht mehr so viel gegen machen. Und dann ging es halt Schlag auf Schlag, beide Seiten immer wieder erfolgreich. Wir sehen wieder aggressives Spiel von Despe, der geht da auch einfach direkt mal weiter. Aber die wollen alle aus dem Haus raus, das Problem ist... Ah, Despe hat ein bisschen Problem, seine Mates haben komplett aufgeräumt, wenn man halt nur aus dem Haus raus möchte... Wenn das abgezielt wird von der M4 und sowas, dann, naja, ist das meistens tödlich. Space Soldiers direkt mit der Doppel-AWP. Die machen hier überhaupt keine Faxen. Die wollen es direkt mit den schweren Geschützen machen. Kalyx und Despe mit dem Dingen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt auch in der ersten Waffenrunde. Aber da fehlt die AWP. Wieder aggressives Spiel um Major und Xantaris. Die machen beide ihre Kills. Jetzt Crispy mit dem ersten Refrag. Man weiß, dass da noch einer ist. Der kriegt auch keinen mehr. Crispy dann mit dem zweiten. Kalyx mit dem Kill gegen ECFN. Damit der Vorteil wieder bei den Space Soldiers. Und das Problem ist, dass in der Situation Sursson auch ein bisschen darauf achten muss, dass ihn Xantaris nicht einfach irgendwo überläuft. Dass er da zumindest kurzzeitig auch mal gegenpiekt, das ist ziemlicher Standard. Ansonsten wird er da überlaufen, wenn er sich einfach in eine Ecke stellt und steht nicht wirklich besser da. Kann man so und so spielen, aber ich denke nicht, dass das eine falsche Entscheidung war, da kurz zu pieken, zu sehen, ob er vielleicht noch... machen kann. Und in der Mitte dann Pass, der hier aufräumt, macht die beiden Kills und Alternate Attacks, sie kommen auf keine Runden. 4 Runden am Stück für die Space Soldiers. Es sollte jetzt erstmal nochmal eine Pistol Kevlar, na Kevlar nicht unbedingt, aber dafür hätten sie auch noch das Geld. Aber nur Crispy, der sich hier nochmal Kevlar dazu holt. Sursson, der doch, da hat er auch noch eine Deagle mitgenommen. Somit 5-mal Deagle bei den Ts. In der Mitte konnten sie gerade ja mal ganz, ganz schnell den Herrn Xantaris holen in so einer Runde. Oh, sie boosten rüber und dann halt hinterher. Aber Crispy, der gibt zwar den Hit, wird aber auch angeschossen. Und dann sind die restlichen CTs auch da auf einmal 4 Mann in der Mitte. Und da ist natürlich keine Chance. Die Bombe jetzt auch down. ECFN kann sich aber eine AWP sichern. Macht hier und Oskarisch auch mit dem Kill. Auf einmal ist es das 2 gegen 2. Atex hat noch viel Zeit, um damit zu arbeiten. Space Soldiers weiß, wo die Bombe down ist, aber es sieht nicht so aus, als würde er das halten wollen. Zumindest Major umläuft hier schon mal. Es könnte ganz bitter werden für beide Seiten, denn Major hat es in der Mitte nicht mitgekriegt und im B-Haus ist gerade auch niemand. Wir haben ECFN, der immer noch checkt, ob im Fenster noch was ist. Jetzt geht's
den Connector durch. Despe hat es gehört, der Bombenplant sollte aber drin sein. 2 gegen 2, 15 Sekunden noch, die Bombe wird gelegt. Beide Tees haben keinen Kevlar, dafür eine AWP und eine M4. Oh, und Major, richtig stark, die zweiten hat er auch gesehen. Jetzt ist es nur noch Oskarisch. Oh, anscheinend hat er ihn doch nicht ganz gesehen gehabt. Oh, und Oskarisch sofort mit dem Headshot, aber dann Despe. Da ist er zu früh raus und Despe macht ihn instant. 14 AP, das wäre definitiv möglich gewesen, aber Space Soldiers nehmen auch diese Runde mit 13 zu 7. Trotzdem, es war gerade eine Deagle-Runde. ECFN hat durch seinen Kill gegen Kalyx auf dem B-Spot rausgeholt, hat sich die AWP geschnappt und dann die Kills gemacht. Aber am Ende hat es nicht sein sollen. Trotzdem, jetzt wieder 5 AKs, Doppel-AWP immer noch bei den Space Soldiers. Ja, und Tizian muss das erstmal mit dem Leben bezahlen. Auch Pass in der Mitte auf kurz erfolgreich. Crispy mit dem Refrag kann sogar noch Xantaris holen. Aber dann setzt er sich genau in das Crosshair von Despe rein. Der kann auch noch einen zweiten machen. Somit haben wir nur noch ECFN im 1 gegen 2. Er weiß, dass Despe da noch close ist. Holt ihn auch. Aber er wird vom Major schon umlaufen. Oh, das muss er jetzt gehört haben. Major war da sehr laut. ECFN, ja, der hat's mitgekriegt. Zieht sich jetzt erstmal ein Stück zurück. Aber am Ende ist es Major, der es machen kann. 1 gegen 1 gewinnt er dann doch noch, auch wenn es nochmal schön runtergespielt war gegen gegen die letzten zwei CDs. 14 zu 7. Alternate Attacks müssen was machen, ansonsten ist das Spiel hier ganz, ganz schnell vorbei. Naja, in der Situation, in der Oskarisch gepiekt hat, er musste halt gucken, ob jemand an der Bombe ist. Er hat die Smoke auf jeden Fall gehört. Er wusste nicht ganz, weil vorher gefightet wurde, ob vielleicht schon undiffused wurde oder nicht. Er musste pieken, um zu checken, wird da gerade diffused, kann ich vielleicht den Kill schon holen, weil er einfach auch bekannt war und nicht wusste, was da noch an Granaten ist und sowas. Ist eine Entscheidungssache und denke ich nicht unbedingt die schlechteste. Der Bombsplant geht durch, Alternate Attacks konnte sich hier durchforcen auf dem A-Spot. Oskarisch überlebt es mit einem HP, aber wichtig ist erstmal, dass er es überhaupt überlebt. Steht jetzt hier Klaus, oh, und er wartet genau auf diesen Sound von der Granate. Und dann läuft er mit dem Rücken zu Kalyx da rein. Vielleicht hat er auf eine Flash gewartet, aber das war nicht so prickelnd. Trotzdem, 4 gegen 3. Die Retake-Situation sollte eigentlich nicht aufgehen und Syrson, der holt 2, jetzt ist es nur Kalyx. 50 HP wird nah angegangen, aber Tizian bezahlt das mit dem Leben. Kalyx sollte das hier überleben. 3 Kills hat er gemacht mit seiner AWP. Das waren die einzigen Kills bisher. Aber zumindest konnte er durch seine Einzelaktion das Geld von Alternate Attacks weiter low halten. Ihr seht es, nur Syrson mit noch 3000 auf dem Konto. Der Rest müsste natürlich in den Force-Buy gehen, sollte Alternate Attacks hier diese Folgerunde verlieren. Aber auch Space Soldiers mit wenig Geld. Kalyx mit der durchgebrachten AWP ist hier die beste Waffe. Pass konnte zumindest nochmal die M4 nachkaufen, der Rest aber mit Pistols bzw. der einen UMP. Oh, und da geht's ganz, ganz weit vor Major. Der ist da aber bekannt. ECFN in der Mitte, nein, auf B erfolgreich. Major wird dann auch von Oskarisch mitgenommen. Es sieht gut aus für Alternate Attacks. 3 gegen 5. Das türkische Team muss hier jetzt irgendwo eine schöne Aktion bringen. Ansonsten gleitet ihnen auch diese Runde aus der Hand. Und dann wären sie in der Full Eco. Das wäre die Chance für Alternate Attacks, ihr Comeback wieder zu starten. Und das muss genau jetzt passieren. Aber alle Spieler ziehen sich gerade auf dem A-Spot zusammen. Despe geht da sogar vor. Mit der Pistol steht da gut, kann aber die Hits nicht setzen.
Pass dann, gibt die Hits, nimmt einen mit, aber ist der letzte ECFN. Zweimal durch die Wand, zweimal in den Kopf. Da haben Alternate Ethics viel Schaden einbüßen müssen, aber am Ende bringen sie vier Waffen durch, gewinnen die Runde und wie angekündigt Space Soldiers in der Full Eco. Das ist die Möglichkeit für Alternate Ethics zweistellig zu werden und selber auf vier Runden wieder aufzuschließen. Alles noch drin. Atex weiß, dass es die Eco ist bei den Space Soldiers. Die haben natürlich auf das Geld geachtet, wie das bei dem türkischen Team gerade aussieht. Deswegen sehr defensiv gespielt von ihnen. Die warten darauf, dass sie ihnen reinlaufen. Das könnte ECFN. Ja, ECFN kriegt da seinen Kill schön gemacht. Ja, wir können ja kurz aufs Scoreboard drauf gucken. Du sagst, ECFN spielt einmal gut, ja. Mit 20 Kills ist er aber trotzdem nicht Top-Fragger. Das ist Syrson und Xantaris, die beiden mit den 21 Kills. Kalyx und, wie angesprochen, ECFN mit den 20. Momentan ist es hauptsächlich Tizian, der noch nicht zweistellig seine Killzahl hat. Er ist es, der hier definitiv noch ein bisschen mehr machen muss, wenn sein Team hier weiter aufschließen möchte. Jetzt gibt's den A-Go, das funktioniert. Alle Spieler waren sie gerade auf dem B, nur einer in der Nähe. Der ist jetzt auch bekannt. Bajor kann da gar nichts machen, um diesen Go aufzuhalten. Die Bombe wird aber nicht gelegt. Was macht Crispy damit? Jemand anderes muss das spielen, nicht die Bombe. Und jetzt stirbt er auch noch dafür, dass ihm keine Sau Backup gibt. Also das geht definitiv besser, Atex. Wenn man in einem 5 gegen 4 ist, dann muss man da seinem Bombenplanter auch irgendwie zumindest so ein bisschen Backup geben. Aber Syrson und ECFN holen hier wieder ein paar Kills. ECFN dann aber rausgenommen worden von Xantaris. Der nimmt natürlich nur noch die beiden in die Hand. Hat die AK und der will sie halten. Aber da laufen sie schon auf ihn zu. Gibt nochmal Hits. Aber das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Sie kommen alle von der T-Seite, wollen da gar nicht mehr groß hinterher. Lassen ihm diese eine Waffe, denn Alternate Ethics weiß auch, dass das jetzt der Buy von Space Soldiers wird. Ob ob Xantaris diese eine AK durchbringt oder nicht, hätte da höchstwahrscheinlich nicht viel ausgemacht. Da behält man lieber seine eigenen Waffen. 14 zu 10. Vier Runden noch hinter dem türkischen Team. Sie haben ein bisschen den Equipment-Vorteil, aber viel ist das nicht. Es ist momentan nur Major hier. Der weiß jetzt, was passiert. Der Go Richtung B. Ups. Funktioniert, aber dann, die Kills fallen und auf einmal, da habe ich mir schon Sorge gemacht, so schnell sind die Atex-Spieler gestorben und dann auf einmal fallen die Kills und es war nur noch Kalyx, der es jetzt im 1 gegen 3 anscheinend gar nicht mehr groß versuchen möchte. Natürlich jetzt noch drauf zu gehen, ohne Kit, das liegt da in der Mitte. Das wäre eher unwahrscheinlich, dass er die Runde noch holt. So, hier die Waffe durchbringen, das Equipment durchbringen. Das ist das Beste, was er noch aus der Runde machen kann. Aber dann sollte es trotzdem die Pistol Kevlar Eco vielleicht werden für die Space Soldiers. Oder sie entscheiden sich natürlich, zu der einen AK dazu zu kaufen. Kalyx könnte eine legen, aber nein. Sie gehen hier nochmal in die Eco. Da werden hauptsächlich Pistols dazu gekauft. Nochmal ein bisschen Kevlar. Das ist eine gefährliche Runde, aber Alternate Atex eben mit dem Money-Vorteil 25.000 zu knapp 10.000. Und Atex, sie wissen,
Die wissen, wie wenig Geld da ist. Sie warten wieder auf eine offensive Aktion von den Space Soldiers. Hoffen darauf, dass ihnen vielleicht Mitte oben jemand reinläuft. Aber so weit trauen sich die Soldiers hier gar nicht vor. Viel Kontrolle auf dem A-Spot. Wir haben nur Desper auf dem B-Spot. Der wäre angreifbar. Aber jetzt soll es erstmal in die Mitte gehen. Da laufen sie schon durch. Die Granaten fliegen. Da musste sich Major auch zurückziehen, um nicht Granaten zu fressen. Gerade ohne Kevlar ist so eine HE dann immer wieder sehr tödlich. Jetzt geht's über kurz. Es kommt hier gleich auf Desper an. Der muss was machen, aber der wird erstmal komplett rausgemollied. Kommt runter, aber mehr funktioniert dann auch nicht. Der B-Spot eingenommen. Da kommen sie nochmal drauf. Aber die Spieler von Space Soldiers, das Einzige, was sie da erreicht haben, war in den Tod zu springen. Kalyx kann einen machen, aber genau wie in der Runde davor sollte er versuchen, seine Waffe durchzubringen. Das gelingt ihm hier nicht. Sirson zielt ihn ab und damit nur noch Pass 1 gegen 4. Bombe gelegt. Er ist jetzt bekannt. Oh, nochmal einen schönen Headshot gegen Tizian. Hat die AK in der Hand, aber da kommt doch schon einer von hinten. Mit ECFN hat er da nicht gerechnet. Hat zumindest gehofft, dass der nicht da ist. Somit 12 zu 14. Zwei Runden nur noch nach einem starken Start. Sechs Runden am Stück von den Space Soldiers hat sich Alternate Attacks jetzt komplett zurückgekämpft. Fünf Runden am Stück. Und es ist Sürson, der hier am nächsten an dieser 30er-Bombe dran steht. Unten haben wir jetzt Pass. Oh, hat er sich da mit dem Step schon verraten? Drei Mann sind da. Oh, das hat er überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sie da unten vorkommen. Hat viel zu hoch gezielt. Damit die offensive Aktion von den Space Soldiers, die es hier anscheinend so ein bisschen anders mal spielen wollten, hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Daris aber hinterher und der kriegt den Kill. Kann auch ansagen, dass er höchstwahrscheinlich sonst nichts mehr ist. Gleichzeitig geht es hier aber die Mitte durch. ECFN gibt da viel Schaden gegen Major. Der kommt aber mit dem Leben nochmal davon, während sich Alternate Attacks neu sammelt Richtung A-Spot. Müssen aber natürlich auch immer noch aufpassen, denn Xantaris, der war ja im B-Haus bekannt. Und da gibt es dann nochmal Kommando zurück. Anscheinend wollen sie doch erstmal ins B-Haus und dann ist es Xantaris, der gibt direkt nochmal einen Headshot, stirbt dann am Ende, konnte Crispy nicht mitnehmen, der überlebt es hier mit 7 HP, aber eine unglaublich starke Aktion wieder von Xantaris, der rettet hier sein Team auf jeden Fall, hat es schon zweimal wieder runtergezogen, Major sitzt hier in der Ecke und das muss gecheckt werden, da hatte beim letzten Mal gegen Chrome stand da auch einer, der hat's entschieden. Jetzt Kallux ist da, der kriegt einen. Crispy mit einem. Und der Tizia, der will nur noch legen, aber das schafft er nicht mehr. 15 zu 12, der Go von Alternate Attacks ist gebrochen. Das Momentum liegt bei den Space Soldiers, die drei Matchbälle haben. Alternate Attacks muss jetzt Moral beweisen, direkt das Ganze wieder zurückholen. Das würde die Ökonomie von den Space Soldiers komplett brechen. Aber es ist Xantaris, der hier für sein Team gerade unbezahlbar ist. Holt sich sofort Sirson und das ist genau der, den Alternate Attacks eigentlich nicht so früh in der Runde verlieren sollte. 4 gegen 5. Es ist noch nicht zu Ende. Aber es sieht nicht so gut aus für Alternate Addicts. Xantaris kann wieder einen zweiten holen. Dann wird er gerefragt von Crispy, der keinen Headshot kriegt. Aber Xantaris hat den Schaden genau wie in der letzten
in der letzten Runde schon angerichtet. Immer noch ein Mann Vorteil für die CT-Seite. Und es soll anscheinend auf den B-Spot gehen. Man hat hier Crispy im Ladder Room abgestellt. Die CFN jetzt mit der Flash. Die verrät es natürlich. Zwei Mann sind hier. Ein dritter kann schnell da sein und es dauert, bis es durchgeht. ECFN mit dem Refrag weiß, dass einer noch on-spot ist, aber Crispy ist da. ECFN hat sich die Bombe wieder geholt. Er muss jetzt legen. Oh mein Gott, das ist so, so aggressiv, was er da macht. Oh mein Gott, und er verspielt es fast, aber dann holt Major den eigenen Spieler. 1 gegen 1, 13 HP bei ECFN. Die Bombe ist gelegt und es ist Major gegen ECFN. Oh, ECFN, ist er da in die Seite gekommen? Ja, er ist ungesehen nach links in die Ecke gekommen. Sitzt da jetzt, muss natürlich abgezielt werden. Er weiß, dass er jetzt kommt und er kann es nicht machen. Am Ende ist es Major, der gewinnt es hier für sein Team. Und das, also ich weiß nicht, wieso ECFN da so unbedingt so offensiv legen wollte. Ohne gedeckt zu werden, da kam es.